So, mir ist bei den letzten Bezügen aufgefallen, dass der Kaffee immer viel zu schnell rausläuft. Anstatt bei den 7, 8 Sekunden bei meiner Vibrationspumpe fängt er schon nach 4 Sekunden an. Schauen wir mal, ob das jetzt gleich wieder so sein wird. Gewicht war 19 Gramm, das heißt, es ist eigentlich ordentlich Menge im Siebträger drin. Und damit ich jetzt genau analysieren kann, was verkehrt läuft, nehme ich einmal die Waage mit dazu. So, starte das Ganze. 5 Sekunden fängt er bereits an. Er läuft relativ schnell raus. So, und nach 15 Sekunden habe ich 39 Gramm in der Tasse. Also viel zu schnell. Wenn ich ihn jetzt probieren würde, dann unterextrahierter Kaffee, eher sauer. Eine ganz schwache Crema, das ist auch so ein Part, wenn der Kaffee unterextrahiert ist, dass fast kein Crema vorhanden ist. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir probieren das Ganze jetzt wieder ordentlich zu machen. Was kann ich verändern? Ich kann die Menge verändern. Ich kann die Menge nach oben schrauben. Das heißt, umso mehr Kaffee in dem Siebträger drin sind, umso mehr Weg muss das Wasser durchdringen und desto mehr Kaffee kann er gelöst werden. Mit 19 Gramm bin ich da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Deswegen kann der Kaffee nicht so schnell durchlaufen. Ich kann es nochmal probieren mit 20 Gramm, dann läuft er vielleicht erst nach 6 Sekunden raus. Aber das wird jetzt nicht das Ganze so komplett ändern. Heißt, ich muss auf den Mahlgrad gehen. Was mache ich mit dem Mahlgrad? Gröber oder feiner? Ich muss ihn feiner stellen. Ich stelle mehr Widerstand für den Kaffee dar. Das kann man sich vorstellen wie so ein Bällebad. Umso feiner die Bälle, umso schwieriger wird es, auch nach unten zu tauchen. So, ich stelle die Mühle feiner nach. Wichtig auch hier wieder den Totraum zu beachten. Jetzt habe ich die Mühle feiner gestellt. Automatisch kommt in derselben Menge weniger Kaffeemehl raus, weil sich die Mühle nun härter tut zu vermahlen. Das heißt, ich gehe mit der Menge einen kleinen Tick hoch, damit ich die gleiche Ausgangsmenge im Siebträger drin habe. Sekunden. So, und liegt nach 24 Sekunden bei 37 Gramm. Das heißt, somit können wir wieder weiter guten Espresso trinken.